Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe heute echt lange geschlafen. Es ist schon nach 9 Uhr. Ich glaube, das liegt an der Klimaanlage. Kann man tatsächlich besser schlafen, sonst hatte ich immer nur einen Ventilator. Aber eigentlich mag ich Klima nicht. Und dann hat es heute Nacht richtig doll geregnet. So doll, dass ich wach geworden bin. Ich will gleich mal zum Pool gucken, ob alles nass und überschwemmt ist. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Nö, sogar schon wieder trocken. Da hinten sind die Reisfelder. Ja, den Pool werde ich wohl nicht benutzen, obwohl es schön aussieht. Bevor ich auf meine Wanderung oder besser gesagt auf Erkundungstour hier durch Django gehe, gehe ich erstmal frühstücken. Oh, ist jetzt schon so heiß und hier sind die Reisfelder und die Frösche quaken direkt vor meiner Haustür. Und der Reisbauer, der erntet fleißig oder nein, der zupft Unkraut. So, jetzt gibt es erstmal Frühstück, das sieht ja mal mega lecker aus. Ja, während des Frühstücks habe ich mir jetzt einen Plan gemacht. Und zwar will ich mit einem Grab-Moped, einem Roller, zu einem Wasserfall fahren. Und da ich nicht weiß, ob ich von dort auch wieder mit einem Roller zurückkomme, habe ich mir schon eine kleine Route rausgesucht für eine Wanderung. Das sind nämlich 14 Kilometer in etwa, one way. Und ja, man könnte vielleicht am Richtung Meer gehen, das wäre dann zwar ein Umweg, aber da läuft es sich halt besser bei diesen Temperaturen. Genau, das ist mein Plan. Und ja, schauen wir mal, ob der so aufgeht. Ich bin angekommen, da fährt mein Grab-Fahrer noch. Das war jetzt nicht so einfach. Und zwar der erste, den ich über die App bestellt habe, hat gesagt, oh, das ist eine sehr ländliche Gegend. Er hat niemanden, den er dann auch wieder zurückbringen kann. Von hier fährt niemand Grab zurück. Also das ist jetzt 14 Kilometer außerhalb von Canggu. Und er wollte den doppelten Preis, habe ich erstmal nein gesagt. Und dann kamen welche auf mich zu, die halt gefragt haben, ob ich einen Fahrer brauche, auch Rollerfahrer. Und Safety first macht man ja eigentlich nicht außerhalb der App, weil die App gibt halt noch so ein bisschen Sicherheit. Man weiß, mit wem man gefahren ist, welche Strecke und so weiter. Aber ich wollte unbedingt hierher. No risk, no fun. Und daher habe ich mit dem ersten verhandelt. Der hat gesagt, er hat ein kaputtes Telefon. Ich soll mein Telefon ihm geben. Niemals machen. Er hält es in der Hand und fährt los. Ich will es niemandem unterstellen, aber das ist so ein typisches Touristending. Ich weiß nicht, ob es hier so ist, aber in Afrika. Dann kam der zweite, der hatte ein Handy und der hat halt mit mir verhandelt. Und wir sind auf 3 Euro gekommen. In der App wären es 37.000 und wir haben auf 50.000 verhandelt. Fand ich einen guten Preis. Und ich habe ihm jetzt aber das Doppelte gegeben für den Rückweg, einfach weil er so nett war und mich hierher gefahren hat, auch sicher. Und ja, nun bin ich hier. Und ich zeige euch mal hier so einen Rundumblick, wo ich hier gelandet bin. Also ich stehe hier mitten in einem Wohngebiet. Hier wohnen halt Menschen. Ja, und jetzt suche ich mir den Weg zum Wasserfall. So, also ich soll hier lang gehen. Na dann, let's go. Ich muss mir mal die Schuhe ausziehen, weil mit den Flipflops klappert es immer so, dass alle Schlangen ausreißen, wenn sie mich schon auf Meter Entfernung hören. Darum will ich mich mal leise rumschleichen hier. Es sieht hier so schön schon wieder aus. Noch ein Tipp für die Wanderung außerhalb der Zivilisation wäre, dass du dir die Karte unbedingt vorher herunterladen musst, denn möglicherweise hast du hier im Dschungel kein Internet.
Hier ist wieder ein kleiner Tempel direkt am Wasser und da bin ich auch schon. Das macht mir mal einer nach. Ein Wasserfall auf Bali und ganz allein. Ich habe jetzt eine große Pause gemacht und überlege, ob ich hier da durchwandere und da den kleinen Weg wieder hochgehe. Noch ein Tipp für solche Touren. Ich plane schon immer in Deutschland so ein wasserdichtes Backpack zu nehmen. Das nehme ich dann als Handgepäck, weil es halt sehr groß und schwer ist. Und da ist auch immer ein Snack und ein Getränk drin und dann kann man halt sowas bequem machen. Ja, mein Plan ist jetzt Richtung Küste zu gehen, Richtung Strand, da ist ja wieder mehr los. Und auf dem Weg dorthin ist ein Warum, was mir empfohlen wurde. Da werde ich eine kleine Snackpause einlegen. Und dann am Strand zurückwandern. Und notfalls ist ja am Strand wieder mehr Tourismus. Und ich finde wieder einen Fahrer. Ich hoffe es jedenfalls. Wenn nicht, wird halt der ganze Weg 50 Kilometer gelaufen. Sogar da drüben auf der anderen Flussseite sind so Häuser. Die wohnen so wunderschön hier. Voll süß hier in dem Wohngebiet hier. Links hinter mir, der baut was. Der rechts, weiß nicht, ob ihr ihn seht, der quatscht mit ihm ein bisschen. Richtig schön. Hallo. Oh, kommt ein kleiner Hund angebunden. Ich liebe es, durch die ganz stinknormalen Wohngebiete zu wandern. Abseits vom Tourismus. Das Schild da schön auf der Straße. Da muss ich jetzt lang. Wird mich ja nicht fressen. Ja. Ich tu dir süß. Du brauchst keine Angst haben. Ach, viele Hunde hier. Der hinter mir kommt die ganze Zeit hinterher. Ja. Jetzt muss ich nach rechts. So sieht hier mal so ein bisschen das Stadt- oder Dorftor aus. Das ist der Fluss, an dem ich eben war. Ich lieb's, obwohl es sehr, sehr heiß ist. Hier sind wieder Reisterrassen. Übrigens wird der Reis, der hier überall angebaut wird, auf den Reisfeldern nicht exportiert, der ist alleine für den Verzehr hier in oder auf Bali gedacht. Manchmal in schlechten Jahren wird sogar noch etwas importiert. Es ist übrigens so heiß, dass mir das Wasser im Gesicht runterläuft und ich bin nicht diejenige, die sehr schnell schwitzt. Ist wieder ein richtig schöner Tempel. So, das ist jetzt meine Straße. Jetzt noch 2 Kilometer hier entlang und dann bin ich schon bei meinem Pausenplatz. Eins frage ich mich immer, ich habe mich auch noch nicht getraut, das zu fragen als Deutsche. Was bedeutet das? Wer es weiß, schreibt es gern mal in die Kommentare. Übrigens, hier wird alles aus Bambus gebaut. Hier die Stützen für das Haus. Alles aus Bambus. Bambus wächst 6 cm am Tag. Voll süß, die winken mir hier alle. Er auch, er hat ein Kind vorne drauf. Hier sind überall so kleine Warungs, wo du super günstig essen kannst. Schaut mal, ihr kostet so ein Drink. Da 18.000. Gibt es in Canggu für ca. 80.000. Und das sind die Familienhäuser, ne? Eine Familie hat mehrere Häuser, so nach Norden, Osten, Süden, Westen und ein Familientempel. Und da wohnen sie dann halt. Hier kannst du Reis kaufen, Wasser. Hier gibt es noch Handwerkszeug, mega. Sowas liebe ich. Das ist alles aus irgendwelchen Palmenblättern oder... Also inzwischen tackern sie das. Vorher haben sie das alles so noch mit per Hand gemacht. Ich überlege mir hier noch so ein paar mitzunehmen.
Die sind ja hier super günstig. Ich liebe es, hier local einzukaufen, weil ihr müsst nicht handeln, die Preise stehen dran. Das wird nur für die Touristen gemacht, einfach um die Touristen aus Unwissenheit abzuzocken oder einen größeren Preis zu verlangen. Hier stehen überall die Preise dran und das ist ganz easy. Also die ganze Straße entlang sind hier diese Tempel und diese Häuser für die Familien. Ich weiß nicht, ob das hier eine besonders reiche Gegend ist. Hier ist schon wieder ein kleiner Shop. Und hier fahren die Kinder auch schon Motorrad. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, keine Ahnung. Vielleicht braucht man hier gar keinen Führerschein. Hier ist eine Tankstelle. So sieht der Zement hier aus, ganz schwarz. So, jetzt bin ich aus dem Dorf raus. Hier sind die Reisfelder der Bauern. Noch 17 Minuten, dann bin ich an meinem Pausenplatz angelangt. Übrigens habe ich es hier noch nicht erlebt, dass ich kein Internet hatte, keinen Empfang. Es ist immer gute Verbindung. Hier an der Straße sind einfach Bananen. Es ist unglaublich. Die Reisfelder, die ich im letzten Video gezeigt habe, die sind halt sehr touristisch, ne? Und hier, das sind die, die einfach wirklich nur bebaut werden, ohne für Touristen Eintritt zu verlangen oder dergleichen. Es wird noch anderes Gemüse und Grünzeug angebaut. Und hier arbeiten die Bauern. Ihr seht, echt harte Arbeit. Alles wird per Handarbeit erledigt. Seht ihr wieder das Tor? Da und da. Ein neuer Ort beginnt. Hier kann ich mir erstmal ein paar Kokosnüsse pflücken. Oh. Sieht aus wie eine Pomelo. Ich habe gefragt. Es ist eine Pomelo. 3 Meter weiter. Banane. Und Kokosnuss. Schaut mal ganz hinten. Die Berge. Das ist der Bali-Nationalpark im Westen. Hier mitten an der Straße habe ich eine indische Maulbeere gefunden. Hier werden Steine gebrannt. Gehwegsteine oder Steine zum Häuserbauen. Ich bin tatsächlich angekommen. Gut, dass die bei Google sich verlinkt haben, sonst wäre ich hier nie erschienen. Mitten in der Wildnis. Ich bin bestimmt der einzige Gast. Nee, bin ich nicht. Also ich will ja nichts sagen, aber... Schupfnudeln mit Sauerkraut. Was steht hier auf Deutsch? Also nicht alles, aber einiges. Maultaschen. Käsespätzle. Okay, dann nehme ich halt Früchte und das ist ein Kokosnusswasser. Leider nicht aus einer Kokosnuss. So, ich habe das Refreshing beendet und wollte noch kurz sagen, auf dem Weg hierher haben mich doch 2-3 Grab-Fahrer angesprochen, ob ich mitfahren möchte. Also es ist nicht unmöglich, hier einen Grab zu bekommen. Voll witzig, hier an der Straße steht einfach mal Cheyenne-Pfeffer. Ist eine ziemlich arme Gegend. Hallo! Und nebenan wird überall gebaut. Also wenn jetzt das Government nicht ein bisschen aufpasst, gibt es auf Bali bald keine Natur mehr, sondern nur noch Gebäude. Jetzt sind noch ungefähr 2 Kilometer bis zum Strand. Eigentlich muss ich jetzt immer nur noch geradeaus laufen. Seht ihr, das ist das, was ich meinte gerade. Hier ist noch ein bisschen Platz. Es sind ein paar Reisfelder und das soll verkauft werden. Schaut mal, vor dem Reisfeld. Oh oh. Ach Gott, den sieht man gar nicht. Leute, schaut mal, dort hinten, ich bin am Meer.
Tsunami-Evakuierung. Weg vom Meer. Oh oh. Also ein bisschen mache ich mir ja immer ins Hemd, wenn die so auf mich zugestürmt kommen. Ich habe jetzt hier mehrere Strände zur Auswahl. Da ist einer. Und hier ist einer. Ich nehme den hier. Hier ist es so schön. Hier sind die Reisterrassen und ich bin praktisch hier hinter dem Hügel ist das Meer. 20 Meter. Ich weiß ja nicht, ob das hier privat ist, auf jeden Fall. Sieht das relativ privat aus. Hier ist ein Herzchen. Wow. Ja, wie ihr seht, es war einfacher gedacht als gemacht. Hier kann man nicht am Strand entlang laufen. Ich muss jetzt also wieder zurück bis zur Hauptstraße, das ist schon mal eine halbe Stunde. Und dann Richtung Canggu durchs Inland laufen. Aber egal, ich bereue nichts, es ist einfach wunderschön hier. So, sind jetzt übrigens noch so ungefähr 12 Kilometer. Na, mal schauen, ob es schon dunkel ist, wenn ich zurück bin. Oh, ich habe echt Glück. Hier in der Pampa, ich habe es mal mit Grab versucht und tatsächlich ist einer in der Nähe. Schaut mal, wo ich bin. Ich bin in Canggu am Strand. Mein Fahrrad hat mir echt, ich sag mal so, den Arsch gerettet. Ich hätte 3 Stunden laufen müssen. Jetzt bin ich nur 20 Minuten gefahren. Ich bin so dankbar über diese Grab-App. Die bringen übrigens immer einen Helm mit. Und darum habe ich auch meistens mein Cappy an. Wer weiß, wer den Helm schon alles auf den Kopf gehabt hat. So, und jetzt gucken wir mal. Aber ich glaube, einen großartigen Sonnenuntergang wird es hier heute nicht geben. Ja, und da meine Strandwanderung ja ausgefallen ist heute, gehe ich jetzt hier noch einmal so weit, ich heute noch kann. Man hier am Strand hat man ganz schön schwarze Füße. Heute ist es wieder im Warum. Da kann man sich die Speisen aussuchen, die dann auf den Teller gefüllt werden. So, das Essen hat jetzt mit Getränk 2,06 € gekostet. Hat euch meine Wanderung heute gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch, wie es nächste Woche weitergeht. Da will ich nämlich hier ans andere Ende von Bali, nämlich ganz, ganz in den Süden nach Uluwatu. Dann lasst mir doch ein Abo da. Bis bald!